es wirklich. Überall ein Krankenhaus. Hat natürlich den Vorteil, dass in unmittelbarer Nähe einem geholfen wird. Ich spreche zum Beispiel ältere Menschen an, Notfälle oder auch mobil eingeschränkte Menschen. Oder was denken Sie, Frau von Vietinghoff, ist es vielleicht besser, wenn wir gezielt Krankenhäuser reduzieren und dann vielleicht Experten an einem Ort sammeln? So könnte man vielleicht viel wirtschaftlicher arbeiten und effizienter. Ich glaube, es sollte da wirklich nicht nur um die Wirtschaftlichkeit gehen. Wir haben schon vor Corona gesehen, da wurde es uns noch nicht geglaubt, aber zu Zeiten von Corona wurde es uns dann auch geglaubt, so hoffe ich zumindest, dass wir nicht zu viele Betten haben in Deutschland, dass wir nicht zu viele Krankenhäuser haben. Das Problem ist, ich kann jetzt von Bayern sprechen, wir haben an sich keine Krankenhausplanung, also keine von München gesteuerte Krankenhausplanung. Und das heißt, wir werden aufgefordert durch diesen gemeinsamen Bundesausschuss, wir kriegen Richtlinien vorgegeben, die dazu führen, dass kleine Kliniken wirklich überfordert sind, finanziell überfordert, in der Pflege überfordert. Und das ist eine Richtung, die ich für ganz schwierig ansehe. Wie gesagt, wenn es Krankenhausplanung gäbe, würde man wahrscheinlich merken, dass wir, wie gesagt, nicht zu viele Betten in Bayern haben, dass es in Ordnung ist, dass es gut ist, das hat uns jetzt Corona gezeigt. Und dann wäre auch dieser Rechtfertigungsdruck, gerade auch für kleine kommunale Häuser, nicht mehr da. Und das würde uns schon sehr gut tun. Das sage ich, wie gesagt, als kleines kommunales Haus mit 140 Betten im Landkreis Würzburg. Und wenn eine gewisse Umfinanzierung stattfinden würde, wie Dr. Umes gesagt hat, dann würden wir auch gut wirtschaften können. Dann würden wir gut wahrscheinlich besser Pflegekräfte bekommen. Dann würden wir gut in unsere Technik investieren können, in die Digitalisierung. Aber wir haben das Problem, dass uns Richtlinien vorgegeben werden. Da werden Richtlinien übergestülpt, über die Häuser, egal ob das Haus 2000 Betten hat oder 140 Betten hat. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen. Wir sind jetzt seit noch nicht so langer Zeit verpflichtet, 24 Stunden in Rufbereitschaft eine Hygienefachkraft vorzuhalten. Das kostet uns ganz, ganz viel Geld und dieses Geld geht dem Betrieb verloren für sinnvollere Sachen als eine 24 Stunden Erreichbarkeit einer Hygienefachkraft, nur weil es eventuell sein kann, dass irgendwann nachts ein Patient kommt mit einem multiresistenten Virus. Ja. Ich habe vorhin wirklich noch extra nochmal mit meinem Kollegen in der Geschäftsführung gesprochen, der hat mir das bestätigt. Wir haben Richtlinien, die müssen wir einhalten, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Und da kann ich Frau Enders nur recht geben, wenn dort, wo diese Richtlinien, wo die ganzen Vorgaben aus den Ministerien gemacht werden, wenn dort Menschen säßen oder mehr Menschen säßen, die aus der Praxis kommen, die wissen, wie das ist, wenn man heute eine Richtlinie umzusetzen hat und morgen schon wieder die nächste, die wissen, wie frustrierend das sein kann, wenn man teilweise ja weiß, wie unsinnig das ist, aber überhaupt keine Wahl hat, sondern das so machen muss und dann auch noch merkt, dass dadurch dem Patienten wirklich auch Geld verloren geht indirekt, ja, dann wäre das so nicht der Fall. Und das würde ich mir dann doch wünschen. Ich glaube tatsächlich auch, dass genug Geld in dem System drin ist. Ich denke nur, dass es anders verteilt werden muss. Wir nennen das bei uns Rosinenpickerei. Das sind die Häuser, die viele Betten haben, die privat sind, die Geld rausziehen aus dem System, damit Gewinne machen. Und ich sehe die Nöte von den kommunalen Kliniken in Bayern. Wir sind sehr gut vernetzt mit den anderen Kliniken, mit den anderen kommunalen Kliniken. Und wir sehen, wie die Verluste von Jahr zu Jahr mehr werden. Gibt es, Frau Enders, dann vielleicht zu viele unsinnige Richtlinien und Gesetze, was das betrifft, wenn wir sowas hören? Ja, ganz untypisch für einen Politiker. Eine kurze, klare Antwort. Ja, gibt zu viele unsinnige, unpraktikable Richtlinien. Was denken Sie denn, Frau Enders? Also Tatsache ist ja, dass die Anzahl der Krankenhäuser seit 2010 um 10% ja, gesunken ist, verkleinert wurde, obwohl ja die Fallzahlen um 8% gestiegen sind. Geht der Trend jetzt weiter? Ja, wir müssen schauen, dass dieser Trend auf keinen Fall weitergeht. Das Erste, was wir in den Koalitionsvertrag gebracht haben, als ich 18 mit in den Bayerischen Landtag gewählt wurde, war ganz klar unser Bestreben, das am liebsten meines Erachtens nach das DRG-System abgeschafft worden wäre.
aber da konnten wir leider keine Mehrheiten für finden, sondern dass es zumindest überarbeitet wird. Sie haben es ganz klar gesagt vorhin, das alte System hat Fehlanreize geliefert, es nützt uns auch nichts. Ich sag mal, wenn jeder gebrochene Finger, wo mal eine Schraube drin ist und wo dann über Nacht noch geschaut wird, wie man die Narkose überstanden hat, wenn der dann noch, ich sag mal, 14 Tage zur Überwachung da liegt, bloß weil es eine Bettenpauschale gibt, das bringt uns nichts. Genauso wenig bringt es, wenn man wirklich den tatsächlichen Aufwand der Häuser nicht beachtet. Also wenn man in Fallpauschalen einfach nur nach einer Diagnose geht und den tatsächlichen Aufwand überhaupt nicht mehr im Blick hat. Das bringt uns dazu, dass noch weitere Krankenhäuser schließen müssen, weil, wie Sie auch vorhin auf den Twittinghop angesprochen haben, es gibt immer noch Häuser, die sich die Rosinen rauspicken, die also diese Cash-Cows bedienen und da finden Sie keine Kinderheilkunde drunter, da finden Sie auch keine Geburtshilfe drunter, weil das zum Beispiel, ich sage nur als Beispiele von Fachabteilungen sind. Ich sag mal, als Frau können Sie gar nicht so schnell und unkompliziert auf dem Gang der Station Ihr Kind zur Welt bringen und das so unkompliziert verlieren, dass überhaupt noch ein Cent für die Klinik übrig bleiben würde. Und das darf einfach nicht mehr sein. Also wir müssen wirklich den Aufwand der Häuser anschauen und dabei auch, ich sag mal, diesen Faktor Mensch, wenn ich so theoretisch benennen darf, einfach mit beachten. Weil, wie der Herr Dr. Gummes vorhin gesagt hat, ein Unterschied, ob ich als 30-Jähriger irgendwo hinkomme und vielleicht nach einer OP am nächsten Tag wieder mobilisiert bin und am liebsten schon wieder nach Hause gehen möchte, oder ob ich als 80-Jähriger nach der Narkose aufwache und für Tage und Wochen vielleicht gar nicht mehr weiß, wo ich bin, weil ich einfach durcheinander bin und mit der Situation überhaupt nicht umgehen kann. Das ist die Theorie der Gesetze im Moment, die mich einfach furchtbar ärgert, weil der Mensch einfach überhaupt nicht mehr drin zu finden ist. Bitte ändern Sie das. Frau Enders und alle, Ich die bin dabei. zuschauen. Dann ändert Sehr halt, gut. genau.